basteln wir ein China-Android in eine Nissan Qashqai, Baujahr 2009. Hier, diese China-Android-Radios, anscheinend eine neue Norm. Dieses Display begegne ich mir jetzt immer öfters. Ich kenne dieses Display nämlich. Und zwar habe ich das schon mal in ein Kia eingebaut bei uns. Hier, also anscheinend eine neue chinesische Androiden-Norm. Nur noch dieses Gehäuse und der jeweilige Kabelsatz werden fahrzeugspezifisch hergestellt. Und die Head Unit ist eigentlich immer die gleiche. Immer dieses 9 Zoll leicht nach unten zulaufende Display. Und dann gibt es halt zu diesem Display immer dieses passende Plastikcover. So sparen sich Chinesen Geld. Und dann muss man es selber reinschrauben. Das heißt, man kriegt immer dasselbe 9 Zoll Display, ein Schraubenzieher, ein Keil und dann, je nachdem, was man bestellt, die Blende für sein Auto. Los geht's. Wir schrauben eben besagtes Display dann in besagte individuelle Blende rein mit mitgeliefertem Jahrmarktschraubenzieher. Einmal rundum festschrauben. Und dann kann man schon loslegen. So, wir fangen an, indem wir das untere hier zerlegen. So, hier. Und zack. Zwei Hände versuchen, aber an sich, das muss zuerst raus. So, unten geht es leicht raus. Oben hier ein bisschen strenger sind hier diese Metallklammern. Dann haben wir das schon mal. Dann könnte man natürlich einen anderen Gang einlegen, damit der Schalthebel aus dem Weg ist. Aber ein andermal so abstecken. Und dann kann man schon das obere ausbauen. So, dann hier anziehen. Hier anziehen, hier anziehen, hier anziehen. Und schon hat man es drum in der Hand. Wir stecken den Warmblinkschalter ab. Unten, da weiß ich eh noch nicht, was mit denen sein wird, mit diesen Sitzgurt-Erkennungs Dingern. Ich glaube, die fallen dann. Die muss man vielleicht irgendwie hinten reinstopfen. Weil wenn man sie abklemmt, hat er vielleicht einen Airbag-Fehler oder so, wenn man den Stecker freilässt. Deswegen würde ich sagen, vielleicht tun wir dann das Modul einfach hinterm Radio verstauen, dann kann es da hinten weiter leuchten. Man sieht es zwar hier nicht mehr, aber mei, hilft ja nichts. Genau, also abstecken und weiter geht's. So, also das ist draußen abgesteckt, abgesteckt. Die Sitzbelegungs- und Gurterkennung muss man wahrscheinlich, wie gesagt, hinter das Radio stopfen, angesteckt lassen, damit der Stecker nicht frei bleibt, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass es einen Airbag-Fehler gibt, weil ja mindestens vielleicht die Beifahrersitzerkennung drüber läuft. Und wenn ein Beifahrersitz nicht mehr als belegt oder unbelegt erkennt, hat es ja Einfluss auf unseren Airbag und somit kann es einen Airbag-Fehler setzen. Deswegen lassen wir es dann angesteckt und stopfen es halt hinter das Radio. Genau. So, zu beachten ist, wir müssen die Klammern umbauen. Hier. Die sind nicht mitgeliefert. Die fehlen am Neuteil. Und die Lüftungsdüsen natürlich. Die sind eben auch nur gesteckt. Muss man hier die Näschen drücken wahrscheinlich. Dann geht's raus. Kann man hier einbauen. Ebenso den Warmblinkschalter bauen wir um. Aber jetzt bauen wir erstmal das Radio aus und schauen, ob unser Adapter hier von Qashqai auf China passt. Und dazu lösen wir einfach hier die Kreuzschrauben. Vier Stück an der Zahl. So, wenn die gelöst sind, geht's auch schon raus. Wir stecken uns hier ab. Hier wurde anscheinend schon mal, ich weiß nicht, ob das Original ist. Schaut original aus, aber irgendwie auch nicht. Naja, wer weiß, was in dem Auto in den letzten 10 Jahren schon alles passiert ist. Gut, wir stecken ab, haben das Radio draußen und dann kommt der Moment des Adapters.
Dann der hier und oder der hier. Also ich glaube, das ist China. Aber es ist auch kein ISO. ISO auf China oder so, keine Ahnung. GPS-Antenne drin. Das ist der speziell für Nissan gedachte. Hier NS. Nissan wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob der passt. Weil dann ist es echt fix. Also jetzt sind wir gerade bei Minute 10. In 10 Minuten sind wir schon so weit. Mal schauen, wie lange wir insgesamt brauchen. So, also das Antennenkabel passt schon mal. Nissan-Antenne auf Standard-Antenne. Und dann hier wahrscheinlich ja die Versorgung, genau, das ist immer diese Remote-Leitung. Das heißt, hier liegen 12 Volt an, weil es eine aktive Antenne ist auf dem Dach, dass die mehr Spannungsversorgung kriegt. Dann haben wir hier unser dickes Hauptkabel, wahrscheinlich mit Zündung und den ganzen Lautsprechersignalen. Scheint auch zu passen. Und dann haben wir halt hier noch so zwei Unbekannte. Weiß auch nicht genau, was die machen. Eieiei. Es könnte aber... Lass mal messen, ob da irgendwas ankommt. Weil hier sind eigentlich so von den Farben her, könnten Lautsprecher, Zündungsplus und Radiostellung, Masse, Dauerplus. Mal gucken. Man sieht es ja im Anschlussplan, der hier nicht ist. Schade. Ist kein Platz mehr. Auf den alten Gehäusen war immer noch so ein Aufkleber, welcher Pin was ist. Ich glaube, da liegt hier ein Zettel dabei mit Pinbelegung. Naja, weiter geht's. So, jetzt sind wir direkt von Nissan auf China, Andri. Das liegt auch ein Universell China dann dabei. Also dieser Adapter ist beim Nachrüstsatz für einen Qashqai, sprich bei der Verkleidung mit dabei. Beim Radio selbst ist ein Universeller dabei. Also hier der gleiche, der natürlich ins Leere endet. Aber hier können wir wenigstens schon mal rauslesen, was ist. Lenkradsteuerung haben wir eben auch verbaut. Mal schauen, ob die funktioniert später. Und sonst, mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, die sind noch fraglich, ob das vielleicht ein Subwoofer ist oder keine Ahnung, ob das die Lenkradtasten auch sind. Man weiß es nicht, weil hier ist eigentlich ziemlich voll belegt von Nissan auskommen. Da ist eigentlich alles drauf. Somit dann eigentlich auch die Key 1 und Key 2 müssten dann auch von Nissan aus schon kommen. Sonst wäre sie hier nicht so voll belegt. Und die sind auch ein bisschen dick für Lenkradtastensteuerung. Naja, weiter geht's. Was haben wir noch hier so? Das sind die USB fürs Radio. Das hat mit Nissan nichts zu tun. Das ist auch bloß Ausgang. Mit Nissan jetzt auch nichts am Hut. Das ist dann für Rückfahrkamera wahrscheinlich. Mikrofon, Video. Ja, das ist alles was anderes. Gut, und die USBs sind halt wichtig. Mindestens einen brauchen wir natürlich für unseren DAB-Dongle, der dann hier ist. Genau, und weiter geht's. So, jetzt machen wir Zünden an. Ich habe jetzt zugegebenermaßen schon einmal gestartet. Das hat ziemlich lang gedauert. Jetzt ist es auf Standby. Keine Ahnung, ob es irgendwann einschläft. Jetzt war es auf jeden Fall auf einen Zug da. Und wir haben schon geschaut, Ton. Dann kann man sich eine andere Oberfläche noch runterladen. Hier ist Radio. Bitte ein Bett. Die Amazon, also Ton geht auch. Die sind da. Spare richtig viel bei einer Bluetooth-Box und zeige welche. Lediglich das nach in die Knesset. Jeden Sonntag. Überall ist Werbung. So schön. Naja. Gut. Dann geht's weiter mit Umbau der Einzelteile. Das heißt wieder abstecken, damit man besser arbeiten kann. Und dann schauen wir weiter. So, und wie gesagt, das Ding kann man auch abschrauben. Dann steck mal wieder an und lass es einfach da hinten verschwinden. So, dass er nicht scheppert, dass es fest ist, sich nicht reinnackeln kann. Weil ich eben vermute, es könnte einen Airbag-Fehler geben. Ich weiß nicht, ob das echt nur eine Anzeigeeinheit ist oder auch eine Test durch irgendein Signal durchgeschliffen wird. Deswegen steckt man es an, schmeißt es hinten rein. Dann ist die Elektronik zufrieden und man selbst muss halt auf diese ganzen Anzeigen verzichten. Das ist eher anscheinend Erwachsenerkennung, Kinderkennung, Kind, Erwachsen, Erwachsener, Kind, Kind und so. Ja, faszinierend.
So, die Dinger kann man einfach rausschlagen. Vorführeffekt, das geht natürlich nicht. Zack, jetzt geht's. Bauen wir auch um. Geht noch in eine Stellung, habe ich gemerkt. Und zwar ist hier irgendwo eine dünne Führung. Hier, die da. Die muss nach oben. Erkennen wir ja hier. Da das neue Radio nur bis hierher geht. So, ist hier oben noch frei. Darum, wie erwähnt, die Blende mitgeliefert, die hier oben hinkommt. So, genau, passt, schön bündig. Kriegt natürlich auch noch die Metallklammern umgebaut. Hier und hier Metallklammern hin. So, dann die GPS-Antenne. Da machen sich viele immer die Mühe und legen sie bis ganz nach oben. Machen wir es nicht, wo wir es eh mit DAB hochgehen würden. Aber das Beste ist immer, diese Antennen einfach hier oben hinzubauen. Weil durchs Kunststoff geht's durch, durch die Stahlwehr sowieso. Und dann hat man seine Ruhe, muss da nicht ewig Kabel verlegen. Und kann direkt zum Radio. So, also GPS-Antenne hier hingeklebt. Da haben wir genug Platz. Hier ist unsere Gurterkennung. Da kann sie keine Geräusche machen. Relativ fest. Man guckt gut hin, was man sich doch mal braucht. Stört uns nicht hier. Bleibt uns dann der Platz frei. Das ist eben GPS. Nur noch ein bisschen Schlaufen, die Überlänge wegmachen. Man kann es dann wunderbar am Radio anstecken damit. So, wir klipsen die Aselnverkleidung weg, damit wir hier schön mit unserer DVB-T-Antenne nach oben gehen können. Und dann gehen wir dann unterm Fußraum, unterm Handschuhfach, hinter zum Radio, zu unserem DAB-Dongel. Das ist das Schöne bei asiatischen Fahrzeugen. Man lässt einfach den Stecker reinfallen und ein bisschen wackeln kommt da unten raus. Das ist echt der Wahnsinn bei Asiaten. Man steckt unten die Hand rein, steckt sie oben rein und zack, hat das Kabel. Das ist so schön, wenn man denkt, bei deutschen Herstellern alles tausendmal verschraubt und abgedeckelt und isoliert mit Schaumstoff und natürlich alles schaut schön aus, ist ruhig, klappert nicht, isoliert. Aber zum Nachrüsten sind Asiaten halt einfach geil. Erst recht die Älteren. Je älter der Asiate, umso besser. Zum Nachrüsten. So, und schon haben wir hier unseren DAB-Dongle versorgt. Wir haben hier unser GPS versorgt, von hier oben kommt. Dann haben wir hier diese überflüssigen Stecker. Die stecke ich jetzt trotzdem ein und verstau sie dahinter, weil wenn sie irgendwo in der Garage verschwinden, findet sie kein Mensch mehr. Wenn man mal nachrüsten will. Hier kann man so ein Zeug wie Subwoofer und sonstiges Video anschließen. Dann das kommt später noch zum Tragen hier für Rückfahrkamera. Werde ich aber irgendwann anders verbauen, weil da muss man bis hinter zum Kofferraumdeckel. Oder mit Funk gibt es das inzwischen auch, aber da habe ich keine Erfahrungen. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, dass das Radio läuft und dann kommt die Rückfahrkamera hinzu. Dann können wir es jetzt eigentlich schon zusammenbauen. Hier, der wäre auch noch ein freier Slot für eventuell USB-Sticks. Müsste man halt dann irgendwo an geeigneter Stelle eine Buchse verbauen, also ein Loch bohren mit bündiger Buchse und könnte sich dann an dem anschließen, hätte dann eben noch ein USB. Oder am sinnvollsten wäre es eigentlich, wenn man es hier macht. Ah, vielleicht machen wir es noch heute noch spontan. Das geht ja recht schnell. Also Buchsen habe ich eh da. Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, jetzt ist es drin. Gehalten wird es hier durch die nachgerüsteten bzw. umgebauten Metallklammern. Unten ist es ziemlich lapprig, wird aber dann durch die original Klimabedienteilumrandung gehalten, weil die sich hier so einfügt und sie ja auch noch ihre original Metallklammerhalterungen hat und somit das Radio hier fixiert. So, jetzt geht es halt darum, das hier oben schön einzuhakeln. Da nehme ich jetzt auch lieber zwei Hände her, weil man muss natürlich hinten mit den Klammern und vorne diese, ja, hier so fluchtend einführen. Schauen wir mal. Aber sonst sieht es ja schon mal ganz gut aus. Die DAB-Antenne ist auch schon drin. Da muss ich noch mal ein bisschen nachschlagen hier.
Das geht noch nicht so ganz aus. So, es mit den Lenkradtasten hat wunderbar funktioniert. Hat er gleich erkannt. Hier haben wir einen Page-Turning-Effekt sogar. Voll cool. Ich weiß gerade, warte, ich hatte gerade da das Menü. Hier, Page-Turning-Effekt. Kann man machen, wie es sich ändern soll. Cool. Hat mein Radius noch nicht. Yay. Nice. So, der B ist wichtig, geht natürlich auch. Dann, ach halt, wir wollten ja Lenkradtasten machen. Also Lenkradtasten funktionieren. Und zwar... Ja, jeder, der Android hat, der kennt es ja hier. Man sagt ihm, welche Taste man belegen will und drückt sie dann dementsprechend. Man kann einzeln und Langdruck machen und dann natürlich speichern. Also was passiert bei Kurzdrücken und was passiert bei Langdrücken. Long Breath, Short Breath. Genau, Titel vorwärts geht. Mein YouTube geht natürlich, man muss sich halt dann im Play Store anmelden. Hotspot machen und dann hat man auch Google Maps und alles mögliche. Natürlich Echtzeit-Navigation. Mitgeliefert ist hier ein Navigationsding. Nee, geht sogar auf Google Maps. Ich glaube, irgendeine Karte, die wahrscheinlich wieder China oder Afrika ist, was kein Mensch brauchen kann. Lädt ihr irgendwas? Nee, und Hotspot lädt ihr eh nichts. Naja, so weit, so gut. Ah, hängt schon. Ah, jetzt bin ich im anderen App-Menü. Man kann sich hier die App-Menüs auch noch aussuchen, wie es aufgebaut sein soll. Lass mal schauen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt 45 Minuten bis maximal Stunde gebraucht. Und es ist fertig eingebaut. Lenkradsteuerung geht, DAB mit Antenne geht. Lautsprecher kommt natürlich raus, Stromhammer. Wir könnten auch Licht ein, Licht aus versuchen, ob es dann heller und dunkler wird. Wahrscheinlich mit Zündung. Schauen, was passiert. Ich glaube, also auf jeden Fall gehen seitlich die Tasten an. Ich glaube, das Display wird auch dunkler. Also das funktioniert auch. Genau, viel Spaß beim Basteln. Nissan Qashqai, Plug and Play. Da oben, der Spalt stört mich noch ein bisschen. Ein bisschen nacharbeiten, die Chinesen wieder. Ist das seitlich drin in der Mitte nicht? Mei. Naja, vielleicht, wenn es ein bisschen warm gemacht wird oder ein bisschen nachgebogen wird. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Klima geht natürlich auch. Haben wir wieder alles angesteckt. Airbag-Fehler haben wir jetzt erstmal keinen. Das Modul ist ja auch angesteckt. Genau. Viel Spaß beim Basteln. Ciao.